herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Ich begrüße euch. Heute gibt es ein weiteres Apfelkuchenrezept für euch. Und zwar einen Apfelpreiselbeerkuchen. Auf einen lockeren Rührteig kommen halbe Äpfel. Da ist das Kerngehäuse entfernt und in dieses Loch, in diese Aushöhlung, kommen dann Preiselbeeren hinein. Also ich finde, das ist eine tolle Kombi, diese Preiselbeeren, die ja so ein bisschen herb sind, und dann der süße Kuchen und die fruchtigen Äpfel. Also das passt wunderbar. Darüber kommt dann eben noch ein leckerer Guss aus Schmand und Mascarpone, Streusel noch oben drauf. Also alles, was das Herz begehrt, ein toller Kuchen. Und ja, wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich wie immer total freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. In meinen Playlists unter Apfelkuchen findet ihr noch weitere Apfelkuchenrezepte. Schaut da auch gerne einmal rein. Dann zeige ich euch jetzt, wie es geht. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir benötigen folgende Zutaten für den Boden: 150 Gramm Butter oder Margarine, 180 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver, 120 Gramm Zucker, 3 Eier, 2 bis 3 Esslöffel Milch. Dann brauchen wir für die Streusel 40 Gramm Butter oder Margarine, aber bei Streuseln finde ich Butter mal besser, weil das ist geschmacklich schon wesentlich schöner. Und dann jeweils 70 Gramm Mehl und 70 Gramm Zucker. Dann brauchen wir 3 bis 4 Äpfel und Preiselbeeren, so 100 bis 150 Gramm. Ich habe dann noch so ein angebrochenes Glas, das kann ich jetzt mal verwerten. Und dann brauchen wir noch 400 Gramm Schmand, 250 Gramm Mascarpone, 2 Eier, 80 Gramm Zucker und später noch Puderzucker, um den Kuchen zu bestäuben. Und ich werde ihn backen in einer Springform, 26 cm Durchmesser bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene. Ich bereite jetzt zuerst die Streusel zu. Dazu gebe ich das Mehl, den Zucker in eine Rührschüssel, verrühre das Ganze, dann kommt die Butter dazu und dann knete ich mit den Händen da flott ein paar Streusel draus. Die Streusel sind schon fertig. Dann fülle ich die um in eine kleinere Schüssel und stelle sie erst einmal in den Kühlschrank. Als nächstes bereite ich die Mascarpone-Schmandcreme zu. Den Schmand habe ich mir schon mal in meine Schüssel gegeben. Jetzt kommt Mascarpone dazu und Zucker und auch die Eier. Und dann verrühre ich das Ganze zu einer homogenen Masse. Und dann stelle ich die Creme jetzt erst einmal in den Kühlschrank. Die Äpfel habe ich jetzt schon geschält, halbiert und das Kerngehäuse entfernt. Und da habe ich jetzt ein bisschen Zitronensaft drüber gegeben, damit die Äpfel nicht braun werden, weil die stelle ich jetzt erst einmal auf die Seite. Und dann habe ich mir jetzt die Margarine in meine Rührschüssel gegeben. Da gebe ich dann Zucker und auch die Eier dazu. Und dann schlage ich das Ganze erst einmal ordentlich auf. Die Masse habe ich jetzt 6 Minuten gerührt. Alles hat sich jetzt schön miteinander verbunden. Und jetzt gebe ich das Mehl oder gebe das Backpulver zum Mehl, rühre das unter und dann gebe ich im Wechsel mit der Milch das Mehl jetzt hier zu meiner Butterzucker-Eimasche-Masse und rühre das ebenfalls unter. Dann ist der Teig jetzt fertig. Ich mache mal ein bisschen Platz hier eben. Und dann fülle ich den Teig jetzt in die Springform und streiche ihn glatt. Jetzt habe ich hier meine Apfelhälfte und meine Preiselbeeren und jetzt fülle ich in das Loch, wo vorher das Kerngehäuse drin war, fülle ich jetzt die Preiselbeeren und lege die Äpfel dann mit der Öffnung nach unten in den Teig hinein.
Jetzt rühre ich hier meine Creme noch einmal um und gebe die dann über die Äpfel. Und dann kommen die Streusel auf die Creme drauf. Und der Backofen, der heizt schon vor, der hat gleich seine Temperatur erreicht. Und dann kann der Kuchen auch schon in den Backofen. Und ab in den Backofen auf die mittlere Schiene. Den Kuchen hatte ich für 40 Minuten im Backofen. Dann habe ich ihn noch für weitere 20 Minuten im ausgeschalteten Backofen stehen lassen. Jetzt muss der Kuchen vollständig auskühlen, damit ich ihn dann aus der Form nehmen, mit Puderzucker bestäuben und euch präsentieren kann. Und hier ist der fertige Kuchen für euch. Schaut mal, wie hübsch der ausschaut. Ich finde ja auch diesen Kontrast zwischen den dunkelroten Preiselbeeren und den Äpfeln und der hellen Creme total schön. Und ich kann mir vorstellen, mit einem Klecks Sahne, dass das zum Kaffee so richtig gut schmeckt. Probiert das Rezept aus. Guten Appetit! Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und tschüss bis zum nächsten Mal.